Hallo Freunde, ich bin ein bisschen zerzaust und von mir kam jetzt auch nichts, weil ich hänge wirklich ein bisschen flach die letzten Tage. Deswegen werden wir jetzt auch mal versuchen, dass wir alle europäischen Spiele und Wettbewerbe zusammen abgedeckt bekommen in einem Video. Und deswegen, ja, sorry, wenn dann jetzt länger nichts kam, aber mir ging es halt wirklich kotzübel. Wir fangen aber an mit der Champions League. Das Ende von Gerardo Seoane ist besiegelt nach dem 2:0 beim FC Porto in der Champions League. Da muss man sagen, Bayern für Leverkusen hat es eigentlich gar nicht so schlecht gemacht in Porto. Deswegen tut es ja vielleicht auch irgendwo ein bisschen weh, weil egal was Bayern 4 versucht hat, nichts hat geklappt. Und dabei wurde es noch kurios. Erst wurde das 1:0 von Bayern 04 abgepfiffen, was dann aber auch klares Abseits war. Dann, total kurios, fällt in der 42. Minute das 0:1 aus Leverkusener Sicht, welches dann aber auch abgepfiffen wird, weil auf der Gegenseite es ein Foul gab, was zum Elfmeter führt für Bayern und für Leverkusen. Und als wäre das nicht schon schlimm genug, vergibt dies auch noch Patrick Schick. Und ja, es bleibt weiter bei 0:0. In der 69. Minute ist dann der Bann gebrochen. Das 1:0 für den FC Porto fällt. Und in der 86. Minute legt Jaleno noch das 2:0 nach. In der 88. Minute fliegt dann auf Frimpong vom Platz. Ein rabenschwarzer Tag für Bayer 04 Leverkusen, der aber am Ende dafür sorgt, dass Gerardo Seoane jetzt entlassen ist. Und ja, ein neuer Trainer auf der Bank sitzt mit dem Namen Xabi Alonso. Die Bayern tun das, was die Bayern am besten können, nämlich gewinnen. Zum 31. Mal in Folge gewinnen die Bayern ein Gruppenspiel. 15:0 heißt es am Ende gegen den großen Underdog Viktoria Pilsen. Tore von Sané, Gnabry, Mané und Thibaut Moutinho. Ein Tor von Musiala wurde am Ende sogar noch aberkannt. Eintracht Frankfurt. Von dem Spiel habe ich nichts gesehen, weil das auf Amazon lief. Aber sie erkämpfen sich ein starkes 0:0 gegen die Tottenham Hotspur und sind damit immer noch voll in der Gruppe drin. Stehen jetzt bei 4 Punkten, was wirklich ein guter Wert auch ist für ihren ersten Auftritt in der Champions League. Und dann noch zwei weitere deutsche Siege. RB Leipzig gewinnt mit 3:1, Tore von Nkunku, André Silva. Das Tor von Szoboszlai wurde aberkannt und auch von Nkunku wurde ein Tor zurückgepfiffen. Dazu dann noch von Jota ein Türchen und auch der BVB sehr souverän in Sevilla 4:1 gewonnen. Zur Pause stand es 3:0. Guerreiro in der 6. Minute. Dann in der 41. und 43. noch Jude Bellingham und Karim Adeyemi. Zwischenzeitlich kam dann En-Nesyri mit dem 1:3, der eigentlich in der 20. Minute vom Platz fliegen sollte, das dann aber zurückgenommen wurde. Mit dem 3:1. Aber Julian Brandt legte dann in der 75. Minute nochmal das 4:1 nach und sehr souverän der Mann oder der Auftritt des BVB in Südspanien. Dann feiert Köpenick den ersten Sieg. 1:0 gewinnen sie in Malmö, aber hier werde ich mich jetzt von politischen Debatten fernhalten. Stand nicht der Fußball im Vordergrund, am Ende gab es wieder irgendwelche Idioten. Also wer da sagt, Union hat schöne Fans, der sollte sich das Spiel gestern mal angucken. Am Ende ist es in der 68. Minute nach 30 Minuten Unterbrechung
Wer auch sonst, Geraldo Becker, der hier den Sieg erzielt und auf Freiburg marschiert weiter. Tore von Chiré und Günther führen zum 2:0-Sieg des SC Freiburg gegen den FC Nantes. Der SC Freiburg steht damit bei 9 Punkten aus 3 Spielen und hat allerbeste Chancen auf das Achtelfinale in der Europa League. Und dann kommen wir noch zum ersten FC Köln, die an sich selber gescheitert sind, denn Partizan spielt das, was man normalerweise gegen Bayern München spielt. Man stellt sich einfach hinten rein und hofft irgendwie auf Konter. In der 9. Minute treffen sie per Standard. Svetozar Markovic trifft und dann hat der erste FC Köln so viele Chancen, rennt an, aber auch nichts Nennenswertes. Erst kurz vor Schluss, quasi mit der letzten Aktion des Spiels, haben sie nochmal einen richtigen, ja, eine richtige Aktion, wo es knapp hätte werden können. Und ja, da wäre der Ausgleich, ich weiß nicht, vielleicht nicht unverdient gewesen. Am Ende des Tages muss man aber festhalten, ist das eine harte Nummer, wenn du hier als Verlierer vom Platz gehst. Es war zwar auch eine BL, aber trotzdem musst du dieses Spiel nicht verlieren. Und nächste Woche in Belgrad wird das Ganze nicht einfacher. Das mal kurz zu den deutschen Ergebnissen. Ich verabschiede mich dann jetzt wieder, wünsche euch noch ein schönes Wochenende und wir hören uns dann am Sonntag wieder zur Nachbesprechung Hertha BSC gegen den SC Freiburg. Das wird richtig hart, ein richtig schweres Spiel. Beim SC Freiburg gelingt anscheinend gerade alles. An der Stelle sage ich Tschüsselü und bis bald.